Hallo und herzlich willkommen zurück bei X4 Foundations Gezeiten der Habgier. Ja, ihr seht schon, ich habe mir hier so ein bisschen die Zeit vertrieben mit Sinza und auf die Flut gewartet. Und jetzt haben wir nur noch 3 Minuten 30. Ich denke mal, das können wir noch mal kurz ein bisschen beschleunigen, bevor es losgeht. So. Seien Sie gegrüßt, Mitbewohner. Ah, jetzt ja. Wir hoffen aufrichtig, dass Sie sich in Sicherheit gebracht haben. Denn gerade bricht die Sonne aus. Die Flut wird nun das System durchqueren und mit heftiger Kraft Stationen und Schiffe passiert aber jetzt hier nichts, oder? Passen Sie auf sich auf. Ja. Passen Sie auf sich auf, ist gut gesagt. Ich kann mich ja irgendwie nicht schützen. Und dann gleich einfach da durch, oder wie? Alle, hoppa. Noch 2 Minuten, aber ich traue mich jetzt auch irgendwie nicht mehr. Da, ganz kurz. Da noch irgendwie groß Sinza anzumachen. Ah, da kommt die. Oh Gott. Oh Gott. Eieieiei. Cool. Ich glaube, das, was Aua macht, kommt gleich erst, ne? Sei bereit, wenn die Anomalie sich aktiviert. Sehe ich das irgendwie? Also verändert die sich äußerlich, oder? So. Oh boy. Das ist doch das, was normal wehtut, oder nicht? Tut mir das jetzt nur nicht weh, weil ich hier so kurz vor der Anomalie stehe? Ist das dann auch immer so? Oder ist das jetzt nur ausnahmsweise so? Weil, ja. Navigationsbarke. Die hat nur noch 12% Hülle. Instabile Warp-Anomalie. Habe ich nur eine? Ich setze sie einfach mal aus. So, 8. Uiuiui. Und es geht los. Juhu! Erreiche System. Glaubenssprung. Yay! Und sie sind durch. Juhu! Messungen in der unmittelbaren Umgebung zeigen keine gefährlichen Regionen oder andere unmittelbare Bedrohungen in der Nähe. Okay. Im Logbuch sprach der nomadische Forscher davon, eine unnatürliche, fremdartige Struktur im System gefunden zu haben. Assistentin, lassen Sie uns dieses faszinierende Konstrukt suchen. Soweit ich sagen kann, scheint dieses System einem Phänomen zu unterliegen, das der Flut im Habgier-System ähnelt. Aber diese okay. Energiespitzen sind weitaus seltener. Anders als im Habgier-System scheint die Quelle des Ausbruchs jedoch ein schwarzes Loch zu sein, das periodische Strahlung emittiert. Aber dies ist kein Grund zur Besorgnis, Assistentin. Dieses Ereignis scheint im Vergleich deutlich weniger Energie freizusetzen. Okay, wenn du das sagst, Bozo. Aber ich finde jetzt hier nicht unbedingt. Das hier sieht komisch aus. Hier, wo meine Punkte drauf sind von den Waffen. Weil das sieht so regelmäßig aus. Es sieht zu regelmäßig aus, um ein Asteroid zu sein. Auge des Betrachters. Ich kann die Struktur auf meinen Scannern sehen. Führe nun eine erste Untersuchung durch. Oh! Äußerst faszinierend. Assistentin, die Struktur, die Sie hier vor sich sehen, ist unglaublich alt. So alt, dass ich Schwierigkeiten habe, sie korrekt zu datieren. Meine Ausrüstung kann die Daten nicht lesen. Aber eine fundierte Vermutung wäre, dass diese Struktur erstaunlich alt ist.
Meine Hypothese wäre, dass sie von ihren Architekten vor mehreren Jahrtausenden aufgegeben wurde. Das bedeutet, dass die Struktur höchstwahrscheinlich von den Sohnen stammt. Es erklärt auch, weshalb meine Versuche, das Beschützion-Kondensat zu replizieren, bisher scheiterten. Man sagt, dass die Sohnen Technologie besitzen, die derjenigen der Rassen, mit denen wir derzeit in Kontakt sind, weit überlegen ist. Bedauerlicherweise wissen wir nicht viel über sie, außer dass sie in irgendeiner Weise mit den Sprungtoren verbunden sind. Ich frage mich, was sie hier getan haben. Weise mit den Flutphänomenen in Zusammenhang stand. Warten Sie, wir sind nicht allein. Nach meinen Messwerten ist Ihr Schiff nicht das einzige, das auf dieses Bauwerk gestoßen ist. Ja, Bozo, das habe ich leider auch schon. Sehen Sie sich das an? Es ist Bradley. Es ist Bradley. Was tut er hier? Ja, was tut er wohl hier? Mit der Struktur vertraut zu sein. Assistentin, ein zweites Schiff ist auf dem Weg hierher. Ja, super. Interessanterweise ist das neue Schiff vom gleichen maßgefertigten Astrid-Typ. Der Astrid-Typ. Brand, endlich, da bist du ja. Wir haben uns darauf geeinigt, diese Nachschubflüge gemeinsam zu machen, um die Zeit zu verkürzen, die wir für den Transport dieses Zeugs zu unserem Verteilerzentrum tatsächlich benötigen. Es gibt ja, zwei schmierige Typen. Ich musste mich um North River Angelegenheiten kümmern. Offenbar hat ein schlechter Verlierer herumgeschnüffelt und ich musste diese Person abwimmeln. Du verstehst. Was zum... Das hast du ja toll hingekriegt. Sieh mal, wer sich hier gerade angeschlichen hat. Ich hab mich nicht angeschlichen. Hey, Sie, was tun Sie hier? Was tust du denn hier? Ich kann nicht glauben, dass Sie unser Nirgendwo gefunden haben. 7 Jahre. Wir haben es geschafft, diesen Ort 7 Jahre lang geheim zu halten. Ich finde alles. Was tun wir jetzt, Lee? Mit Hilfe von Bozo. Nun, sowas bespricht man am besten persönlich. Sie, kommen Sie auf einen kleinen Plausch rüber. Really? Eine wundersame Wendung der Ereignisse. Ihre panischen Reaktionen bestätigen, dass Sie hier tatsächlich Ihr Beschützion erhalten. Es ist nicht wirklich Ihr Produkt. Es wird interessant sein zu hören, was Sie selbst zu sagen ja, haben. Ja, hier. Ja, guck mal, da kommt das raus. Es scheint unsere beste Chance zu sein, einen Weg zu finden, den entrechteten Menschen des Habgier-Systems zu helfen. Mhm. Interessant, interessant. Und jetzt sollen wir andocken. Ich befürchte, das wird mit der Nemesis nicht möglich sein. Da müssen wir mal gucken. Aber das sieht schon cool aus, ne? Das sieht aus, als wenn es hier unten rauskäme. Ich habe tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, ich kann mit dem Begriff Sohnen nicht wirklich viel anfangen. Falls mir das jemand erklären möchte, kann er das gerne tun. Beschützion. Was? 1,8. 75, 1,8. Ui, das ist aber lukrativ. Astrid. Die hat doch ihren Eingang bestimmt unten, ohne, weil ich befürchte. Andocken nicht möglich. Ja. Ja, dann. Das ist ekelhaft. Ich möchte nicht zu denen aufs Schiff. Weg. Weg. Da muss ich ja Brechthüten mitnehmen. Aus dem Flugzeug oder so. Oh. Warum tue ich das hier? Kann ich einfach den Plot für beendet erklären? Oder so. Astrid, Andock-Erlaubnis erteilt. Rein da! Konfrontiere die Zwillinge. Wie das Innere eines Schiffes dieser Größe so erstaunlich üppig aussehen kann. Ja, es ist schon. Es ist schon etwas dekadent.
Ja, wo sind die zwei Kerls denn? Hier ist keiner. Hier fleucht irgendeine Drohne rum. Hä? Ach so, warte mal, nach oben geht's hier noch. Es ist überhaupt nicht dekadent hier. Nein, nein, nein. Nicht die Bohne. Alter Schwede. Ja, obwohl ich meine, also, pff, ja, ich wollte mir das auch gefallen lassen. Aber wie ist das eigentlich, wenn die so einen vollen Stopp macht, weil sie im Autopilot, weil der Autopilot mal wieder komplett versagt? Schwappt da nicht das Wasser über? Ach so, nee, hier wollte ich doch gar nicht hin. Ah, ich bin schon ganz irre. Oh, Cockpit. Ah, das Schiffchen erinnert mich schon sehr an ein anderes Schiff. Ach, oh großer Gott. Prophet. Ja. Das sind wirklich nicht Teladi-Zwillinge. Na, ihr zwei Schleimer. Sie sind also gekommen. Eine weise Entscheidung. Naja. Die hier hat einen guten Geschäftssinn. Das kann die, ich sagen. Die hat auch einen Namen. Ja, und dazu werden wir noch kommen. Nun, wenn Sie mir die Frage gestatten, wie haben Sie diesen Ort gefunden? Das geht dich eigentlich gar nichts an. Warum habe ich hier nicht die Auswahlmöglichkeit, das geht dich nichts an? Egosoft? Ah ja, ich wusste, dass unsere Aufräumarbeiten gründlicher hätten sein sollen. Anscheinend lassen unsere Kontakte zum Vigor-Syndikat nach. Ich habe denen eine obszöne Summe an Credits gezahlt, damit sie verschwinden. Und sehen Sie, wo uns das hingebracht hat? Tja, nun, das hat ganz offensichtlich nicht funktioniert. Wie wäre es also, wenn wir das Ganze anders angehen? Hm? Wie Sie sich wohl denken können, ist das hier unsere ganz eigene goldene Gans. Wir haben keine Ahnung, was es mit diesem ganzen Konstrukt auf sich hat. Aber wir haben herausgefunden, dass wir das Kondensat, das es umgibt, als Schutzschild gegen die Flut nutzen können. Wir befinden uns in einer sehr einzigartigen Lage. Das Volk von Habgier braucht es unbedingt. Nur wir können es liefern. Können Sie mir soweit folgen? Ja. Oh, bitte. Seien Sie nicht naiv. Weil wir es können, natürlich. Soweit wir beurteilen können, könnten die Reserven hier die gesamte Galaxie jahrhundertelang versorgen, ohne dass sie uns ausgehen würden. Dieses Zeug ist hochwirksam, hochentwickelt. Aber wer wäre schon bereit, uns immer wieder obszöne Summen zu zahlen, wenn sie das wüssten? Wie seid denn ihr da drauf gekommen? Ehrlich? Reines Glück. Na. Wie man es nicht glauben würde. Ich war gerade auf dem Rückweg von einem Handelsflug, als die Flut mein Schiff traf und es in die Anomalie stieß. Ich weiß nicht genau warum, aber ich konnte sofort erkennen, dass dieses System anders ist. Schreiben Sie das meinem Unternehmergeist zu, hm? Jedenfalls wurde mein Schiff durch den Aufprall recht stark beschädigt und ich brauchte eine Weile, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Als es wieder einsatzbereit war, stieß ich schließlich auf die verlassene Station und das Beschützion. Es muss aber jemand vor uns da gewesen sein. Ich konnte mich mit einer Technologie verbinden, die unserer sehr ähnlich war, um Zugang zum Beschützion zu erhalten. Ich vermute, es waren diese nomadischen Forscher. Wir brauchten eine Weile, um herauszufinden, wie man dieses Zeug richtig transportiert und lagert. Aber von da an war es nur noch eine Frage des Glücks und des Wissens, welche Leute wir bezahlen müssen, um das in Frage stehende Produkt zu ergründen und eventuelle Störenfriede verschwinden zu lassen. Hm, ich verstehe. Gut, dann wissen ihr seid wir, durch die Bank weg. Wollen. Nun, natürlich können wir nicht riskieren, dass sie das ausplaudern. Wir könnten versuchen, sie zu töten. Aber wie sie vielleicht bemerkt haben, sind wir keine Verbrecher. Nein, und sondern ganz kleine arme Würstchen ohne... Macht, auf jemanden egal. Zu schießen. Ich meine sicher, wir könnten das Vigor-Syndikat wieder auf sie ansetzen. Wellen und Wellen von angeheuerten Schützen auf sie hetzen, bis sie tot sind. Ach, ja. Und sie würden sterben.
Natürlich. Früher oder später. Mm. Aber warum sollten wir das tun? Ja, weiß ich auch nicht. Es ist kostspielig und unvorhersehbar. Und bis sie endgültig erledigt sind, könnte sich das Wissen um diesen Ort bereits im gesamten Universum verbreitet haben. Wir haben Baupläne bekommen. Riskieren. Ja. Wie wäre es also, wenn wir ihnen eine inoffizielle Stelle in diesem Unternehmen anbieten? Sie sind jetzt hier. Das bedeutet ganz klar, dass die Führung des Vigor-Syndikates nachlässt. Sie könnten der Wechsel im Management sein, nachdem wir Ausschau gehalten haben. Natürlich würden wir sie bezahlen. Und nicht schlecht. Und wer weiß, wenn wir gut klarkommen, erlauben wir ihnen vielleicht sogar, sich ein eigenes Schiff der Astrid-Klasse zu kaufen. Wissen Sie was? Denken Sie darüber nach. Sehen Sie sich auf diesem Schiff um. Achten Sie darauf, wirklich all die luxuriösen Details wahrzunehmen. Die exquisite Holzvertäfelung. Das ist übrigens echtes Holz, nicht so ein synthetischer Müll. Und der Marmorfußboden. Denken Sie wirklich darüber nach, wie Ihre nächsten Schritte aussehen werden. Mit uns könnten Sie an die Spitze aufsteigen. Wenn Sie sich entschieden haben, reden Sie noch einmal mit uns und wir werden alles in die Wege leiten. Ich bei euch einsteigen. Niemals. Und das Schiff kriege ich auch so. Das muss ich nicht kaufen, meine Freunde. Nein, 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 nein. Ich hoffe ernsthaft, dass Sie das nicht in Betracht ziehen. Der kleine Teladi, voll die Panik. Praktiken aus dem Leben der Menschen machen. Leben im Bruchteil einer Sekunde ausgelöscht. Tag für Tag. Sie hätten dem jederzeit ein Ende setzen können. Und wenn ich nur daran denke, dass ich sie so lange gegen Kritik verteidigt habe, weil ich dachte, das Syndikat sei das Problem. Tja. Assistentin, wenn Sie einen Moment erübrigen könnten, habe ich Ihnen einige interessante Entwicklungen zu berichten. Als ja. Sie dieses prächtige Schiff betraten, gelang es mir, eine Schwachstelle im Betriebssystem des Schiffskomputers auszunutzen. Es scheint, dass die Triebwerke und Systeme der Astrid einzigartig beeindruckend sind, aber die Zwillinge ihren internen Sicherheitssystemen nicht die gleiche Aufmerksamkeit gewidmet haben. Das heißt, Boso? Ich freue mich, Ihnen berichten zu können, dass ich begrenzten Lesezugriff auf Ihre Datenbank habe und möglicherweise auf Blaupausen zugreifen kann, die es Ihnen ermöglichen würden, eine Kondensateindämmungsanlage in direkter Konkurrenz zu den Zwillingen zu errichten. Es gibt allerdings ein kleines Kaviat. Ich wäre nicht in der Lage, die Blaupause zu kopieren, ohne dass Sie es bemerken. Und ich kann nicht garantieren, dass ich noch lange auf diese Datei zugreifen kann. Das bedeutet, Sie müssen entscheiden, ob Sie sich dem North River-Unternehmen anschließen oder Ihren eigenen Weg gehen und das Beschützion zu einem viel erschwinglicheren Preis anbieten wollen. Ich fürchte, Sie können nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig Ihr Bofu essen. Das ist aber doof. Oh, huch, ich habe mich schon wieder verlaufen. Ach, hier geht's runter. Oh, ja. Ja. Oh, jetzt sind die schon wieder hier. Da muss ich mal kurz. Wisst ihr was? Ich baue da jetzt eben eine Verteidigungsstation hin. Das Ganze dauert nur einen kleinen Moment. Aber ich bin dann gleich wieder da und dann geht's auch weiter mit unserem schmierigen Plot. Die sind hier auch schon wieder. Die haben da ein Sonnenkraftwerk gebaut. Really? Oh. Die sind so anstrengend. Ja, da müssen wir dann auch nochmal hin mit unserer. Ist hier auch schon angegriffen? Ja. Da müssen wir noch mal hin mit unserer Erlkönig. Ja. Und dann gucken wir, welchen Weg wir wählen. Aber ich werde mich ja... Nein. Nein, nicht diesen schmierigen Typen. Nein, das ist widerlich. Aber das sehen wir gleich. So, da bin ich wieder. Und wir gehen mal kurz auf Pause. Und ja, ich habe jetzt quasi Cias Machtbereich zu meinem Machtbereich gemacht. Und, ja, habe jetzt hier oben die Verteidigungsstation gebaut. Ihr seht, ist aus Split-Modulen, sind Brücken, also Verteidigungsbrücken und Scheiben.
Und ein Admin-Zentrum, deswegen gehört mir jetzt auch der Sektor, ein großes Lager und das Dockbereich, das Ganze dauert nur ewig, weil die Zyats haben ja auch nicht alle Materialien. Das heißt, meine Frachter haben da dann quasi ja auch noch die Lieferungen unterstützt. Ich stand hier die ganze Zeit mit der Erl und habe hier alles abgeschossen, was durchs Tor kam, weil ihr seht schon, die Xenon fanden das halt echt nicht lustig, was ich da baue. Und habe da insgesamt auch über 100 Millionen an Stuff gesammelt. Das habe ich zwischenzeitlich auch noch abgegeben. Dann habe ich hier unten, ja, ihr seht, die bauen ständig irgendwo neu. Klack, 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 klack. Die werden wir auch wieder wegmachen. Aber jetzt haben wir erstmal Wichtigeres vor. Ich habe die Schieß schon hierher geschickt, weil ich weiß, dass wir diese Station zerstören müssen. Und ja, ein paar Mal hat es schon geklappt bei Versuchen, ein paar Mal nicht. Jetzt bin ich schon mal im Vorfeld hierher geflogen, weil die, sonst hier so viele andere Schiffe drumherum haben, dass die Flotte da keine Chance hat. Ich hoffe mal, das funktioniert dann alles. Deswegen ist das auch alles etwas zeitlich begrenzt. Von daher müssen wir uns ein bisschen sputen. Oh, die prächtige Opulenz von all dem. Das wird jeden dazu bringen, den Mund halten zu wollen, oder? Wir verdienen es, an der Spitze zu stehen. Und nein. Mit all ihrer bisherigen guten Arbeit haben auch sie es eindeutig verdient, belohnt zu werden. Das schon. Was aber nicht von euch. Sind sie dabei? Nein. Greife jetzt auf die Blaupause zu. Was? Mit wem sprechen Sie? Nicht mit dir. Blaupause zu ihrer Datenbank hinzugefügt. Kondensat-Eindämmungsanlage. Irgendetwas stimmt nicht. Anscheinend wurden gerade die Baupläne für unser Beschützion-Lager gestohlen. Oh. Und unsere Taschen sind tief. Ja, ich bin dann mal... Mesh. Die Asset kriegen wir auch noch so irgendwie. So, alles klar. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier mit dem Skischwarm, weil hier ist jetzt auch erstmal keiner. Verteidigung mit Kommandanten angreifen. Wir gehen mal auf Angriff. So. Angriff ist die beste Verteidigung. Wo ist denn meine Nemesis? Nemesis, Angreifer. Was? Warum ist denn die so weit weg? Assistentin? Es ja. Scheint, die Zwillinge haben mein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Ja, super. Und das gesamte Vigor-Syndikat ist darauf aus, es sich auch zu verdienen. Und. Minus 10. Das sind beruhigende Neuigkeiten. Ich habe aber vielleicht eine Idee, wie sie, sie sich vom Hals schaffen können. Dem Syndikat geht es nur um Profit. Okay. Sie hegen keinen persönlichen Groll gegen sie. Sie werden einfach nur dafür bezahlt, sich um sie zu kümmern. Wenn sie es also schaffen, geschäftlich unattraktiv zu werden, werden sie sie in Ruhe lassen. Bringen sie sie zum Aussteigen, indem sie ihre Führung ausschalten. Und zeigen sie ihnen gleichzeitig, dass in dieser Gegend nicht nur North River tiefe Taschen hat. Das sollte genügen. So, wir sollen uns einen Satellit, aber ich möchte hier gerne noch einen Satellit aufstellen. So, dann müssen wir erstmal hier raus. Ungefähr da so hin. Wir müssen da ist auch eine Ressourcensonde. Puh. Ich hoffe, das funktioniert alles, weil im Moment sind die ja hier noch in Ruhe. Ja. Ich vergaß es damals zu erwähnen, aber als ich in den internen Systemen des Schiffes herumstöberte, um auf den Bauplan des Moduls zuzugreifen, stieß ich auf die automatischen Evakuierungsverfahren. Obwohl ich nicht viel Zeit hatte, konnte ich dank meiner Geistesgegenwart einige der Parameter erheblich verändern. Ich bin zuversichtlich, dass diese automatischen Systeme, wenn genügend Druck von außen ausgeübt wird, die Piloten nun zwingen werden, diese bestimmten Schiffe zu verlassen, sogar wenn sie nicht absichtlich eine Evakuierung einleiten. Hm. Danke, Bozo. Ja, dann...
Man muss sich ja keine, man muss sich ja keine Astrid kaufen. Erreiche System. Man kann sie sich auch einfach nehmen. Superhighway. Kann ich nicht beiden die Astrid unterm Hintern wegschießen? Hätte ich echt Bock drauf. So. Wir müssen uns aber jetzt da einem Satelliten nähern. Denen geht's hoffentlich noch gut. Ja. Die sind da okay. Ich habe echt Angst, dass sie angegriffen werden. Weil einmal sind irgendwelche Dinge passiert. Ich weiß gar nicht warum. Da waren wir auf einmal beim Vigor minus 25. Und ja, dann hatte ich natürlich mit den Schieß gar keine Chance mehr. Die kamen gar nicht mehr bis der her. Deswegen habe ich das jetzt alles ein bisschen anders geplant. Also hier ist, glaube ich, wirklich die Planung, das A und O von dem Ganzen. Und es bringt nichts, wenn man diesen Plot direkt am Anfang macht. Also man muss schon entsprechend ausgerüstet sein, um diese Station zerballern zu können. Ja, also wie gesagt, ich weiß es ja, ich habe das privat schon probiert. Ich weiß, was ich tun muss. Und es ist halt für Anfänger oder wenn man gerade ein neues Spiel gestartet hat, schwierig. Schwierig, das jetzt durchzuziehen. Weil, ja, oder man schließt sich natürlich den netten Geschwisterpaar an, aber das, nein. Nee. Muss nicht. So. Ich hoffe, ich krieg die Kurve da hinten. Weil wir sollen ja jetzt erstmal zu dem Satellit. Ja, das sieht gut aus. Warp. So. Erreiche Habgier. 4. Denen geht's da immer noch gut. Dann müssen wir nach hier. Unbekanntes Objekt. Okay. Warum hört er mit dem Reisemodus immer auf? Das ist so mühsam. So, dann fliegen wir nämlich dahin. Jetzt zu dem Satellit. Gucken, was da passiert. Und in der nächsten Folge schalten wir dann die Hohen Herren aus. Jetzt sind wir schon minus 15. Warum auch immer. Weil hier, guck mal. Und noch haben wir da Ruhe. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Dass wir jetzt hier hinten zu dem Satellit kommen. Weil irgendwie verlieren wir, warum auch immer, immer mehr Ruf bei den Vigors. Und das verstehe ich halt nicht. Warum das immer mehr wird. Ja. So. Ich würde sagen, Satellit, machen wir nächste Folge. Cliffhanger! Nein, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.